Seit drei Spielen wartet 1860 München in der Liga auf einen Dreier. Beim 1:2 gegen Saarbrücken hielten die Löwen auf gutem Niveau bis zum Schluss mit. Am Ende fehlte auch das nötige Spielglück. Auch nach dem Spiel blieb es emotional. Etwas ratlos, Kapitän Sascha Möll und Trainer Michael Köllner nach der Niederlage gegen Saarbrücken. Imago Images, es war ein sehr packend. Beide Mannschaften sind physisch und taktisch an ihre Grenzen gegangen. Ein intensiver Fight, fasste Münchens Trainer Michael Köllner die 1:2 Niederlage und folgte auf der anschließenden Pressekonferenz. Erste Halbzeit komplett verschlafen. Tatsächlich hatte die Begegnung im ersten Abschnitt nur wenige Aufreger. Saarbrücken war aber spielbestimmt und ging daher verdient in Führung. Wir haben die erste Halbzeit leider komplett verschlafen, sagte Kapitän Sascha Mellers, der erst in dieser Woche seinen Vertrag bei 60 verlängert hatte. Bei Magenta Sport. Spielersteckbrief Mölders, Mölders Sascha. Spielersteckbrief Mölders 9, Mölders Sascha. 1860 München Deutschland. Spielerprofil. Spielersteckbrief Salga, Salga Stefan. Spielersteckbrief Salga 6, Salga Stefan. 1860 München Deutschland. Spielerprofil. Spielersteckbrief Biancardi, Biancardi Mewe. Spielersteckbrief Biancardi 19, Biancardi Mewe. 1860 München Dr. Kongo Deutschland. Spielerprofil. Trainer Steckbrief Kölner, Kölner Michael. Trainer Steckbrief Kölner, Kölner, Kölner Michael. TSV München 1860 Deutschland. Trainer Steckbrief. Die Enttäuschung ist riesengroß nach so einem Spiel. Wir haben alles rein. 1860 Trainer Michael Kölner. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel schneller und wilder. Die Löwen kämpften sich nach 0:2 Rückstand gut zurück. Doch Mabebian Kadi vergab die große Chance in der Nachspiel. Die Enttäuschung ist riesengroß nach so einem Spiel. Wir haben alles reingeworfen, so Kölner, der nach der Begegnung noch lange auf dem Rasen im Kreis auf die Mannschaft. Das ist am Ende alles nicht in drei Sätzen gesagt. Schiedsrichter Matthias Höllenbeck musste Stefan Salga, Nummer 6, nach dem Spiel erst zurückhalten. Wenig später zeigte er ihm die Ampelkarte. Imago Images, dann gibt's was auf die Hörner und dann ist es wieder gut. Ärgern wird sich der 51-Jährige über die Ampelkarte von Verteidiger Stefan Salga, der sich nach dem Spiel in einer Rudelbildung seinen Platzverweis abholte. Mölders wurde in dieser Aktion verwarnt. Ich finde es immer ein bisschen unglücklich, wenn Spieler, die 17, 18 Jahre alt sind, so respektlos sind. Dann gibt's was auf die Hörner und dann ist es wieder gut, erklärte Löwenkapitän Mölders die Aufregung nach der emotionalen Part. Wen der 35-Jährige damit genau gemeint hat, ließ er offen. Damit wird Salga ausgerechnet beim S-Bahn-Derby gegen die Spielvereinigung Unterhaching am kommenden Freitag, 19 Uhr. Ebenso fehlen die Rechtsverteidiger Marius Wilsch, der seine fünfte gelbe sah gegen die Spielvereinigung will 60 dennoch wieder in die Erfolgsspur kommen. Zuletzt gab es drei Partien ohne Sieg. Der Rückstand auf Rang 3 beträgt aktuell 4 Zähler. Rostock hat zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen. Doch die Rekordtorschützen in der dritten Liga, Jan Lietsch, überholt sie.